damit willkommen zurück hier zu Let's Play GTA 4 The Lost and Damned. Jawohl, wir werden gleich einen Anruf von Ray bekommen. Und sieht mal an, da kommt er auch schon. Ray Mundo. John John. Ashley sends a love. Yeah. You gotta give that girl another chance, you know? You gave the perfect reach-up. Thanks for the advice, Ray. I was thinking the same thing about you and a coffin. You got that diamond money? You're gonna have to work for it, friend. Hope you don't mind sweating a little. Handover's happening at the Libertonian. Just make sure my man Nicky walks away with half the bread, buddy. Ciao. Jawohl, dann zum Libertonian. Ja, das ist jetzt mein dritter Aufnahmeversuch von dieser Folge. Die vorherigen beiden Aufnahmen sind abgestürzt. Ich hoffe, dieses Mal haut es hin. Ich hänge eigentlich sowieso schon hinterher genug. Diese Folge hier ist eigentlich für gestern, also für den 1.7. Ich habe es für gestern aber einfach aus irgendwelchen Gründen vergessen, verpennt, diese Folge aufzunehmen. Das habe ich erst gemerkt, als es schon zu spät war, und allgemein hänge ich heute hinterher. Es ist jetzt schon 13.20 Uhr gerade am Sonntag und eigentlich hätten schon God of War Ragnarök und Mafia 3 draußen sein sollen, aber ich habe noch nichts aufgenommen und dementsprechend muss ich jetzt hier einen kleinen Aufnahmemarathon machen, eben ganz schnell ganz viel raushauen, damit ich da wieder mein Pensum erfüllt habe. Ich habe es einfach nicht geschafft, berufsbedingt, das alles rechtzeitig aufzunehmen. Ja, muss ich dann jetzt eben nachholen, aber gut, macht ja nichts. So, dann schauen wir mal. Wir sind dann, glaube ich, auch bald da. Allzu weit ist es nicht mehr. Und ja, das hier dürfte auch eine der letzten Folgen sein. Weil wir haben den, ich glaube, wir haben nur noch 3 oder 4 Missionen. Und dann sind wir mit diesem DLC auch schon wieder durch. Ne? Also, ich meine, schauen wir mal, wie viele wir noch haben. Aber viel kommt da nicht mehr. Ne? Der Spielfortschritt ist auch schon relativ weit. Ja, an sich fast schade, aber gut, wir haben danach ja noch mehr zu tun. Unser Ballad of Gay Tony kommt dann noch. Und dann machen wir noch mit GTA 3 und GTA 5 weiter, also uns wird der GTA-Stoff noch etwas länger nicht ausgehen. So. Ach, warte mal. Ha! Ich glaube, genau, hier waren wir doch auch schon mal mit Nico. Auch so eine Diamantenübergabe, oder? Da war doch mal was. Ja, wo wir dann angegriffen wurden. Ich erinnere mich, wie komme ich denn jetzt hier rein? Hallo? Oder gibt es da irgendwo einen Seitenangang, wo ich hin muss? Vermutlich, oder natürlich gehen wir nicht durch den Haupteingang. Können wir da rein? Ah, gucke mal. So, dann schauen wir doch mal. Genau, triff Nico beim Lieferanteneingang. So, ja, die Mission ist es. Das war, glaube ich, auch relativ krass, da irgendwie wieder rauszukommen, weil wir da natürlich massiv beschossen wurden, wenn ich mich richtig erinnere. Hallo. Stimmt, da musste man sich dann hier einmal komplett rauskämpfen. So. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course, no problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Oh! Rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! Das war schon wieder maximal dämlich, was der da gemacht hat. Der hätte einfach schießen sollen, anstatt erstmal rumzulabern. Aber es ist ja immer so. So, flüchte aus dem Libertonian, jawohl. Zum zweiten Mal jetzt. Jim?
Ja, komm, rufen wir die beiden doch mal an, hä? So. Okay, so jetzt kümmern wir uns erstmal um den da, hä? So, wen haben wir noch? Euch alle haben wir noch. Wo ist Nico eigentlich hin? Okay, du bist hin. So, ist da noch einer? Gucken wir mal. Nein. Hey. Ach da. Mies. Ganz, ganz mies. So, sonst noch irgendjemand da? Der da hinten zum Beispiel noch? Ah, der ist eh schon tot. So, was haben wir hier noch? Okay, Nico hat hier offenbar schon aufgeräumt. So. Und hier unten noch jemand? Ah. Schon gut geklärt alles, ja. Das ist richtig. Ja, das war wohl nix. Na, da hinten ist doch auch noch einer. Das sind jetzt verdammt viele. Race, Jungs. Okay, warte mal. So. Möglichst viel aus der Deckung heraus. So, komm, komm, komm. Genau, verschwindet. So, wen haben wir da noch? Na komm. Nächster Junge, du bleibst schön. Hol sie ein, jawohl, ich hol sie ein. Jetzt mal noch die ganze Muni mitnehmen. So, kommt hier und genau, steigt ein. Und auf geht's. So, fahren wir ausnahmsweise mal Auto. Ja, ist ein bisschen sicherer als mit dem Bike zu fahren. So, dann schauen wir mal, dass wir die irgendwie noch einholen. So, Ja. Dann fahr du doch und ich schieß. Können wir auch so machen. So, guck mal, das Fahndungslevel ist auch schon wieder weg. Das war knapp. Wo ist er denn jetzt gerade hin? Da unten fährt er. Hätte er auch eben schon rechts abbiegen können. So, komm, komm, komm. Da fährt er jetzt wieder. Na komm. So, werde die Cops los, jawohl. Obwohl, ne, da hinten kommen sie ja gerade. Verdammt, hätte einfach weiterfahren sollen. So, komm, 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 gib Gas. So, sind wir schon mal aus dem Fahndungsbereich draußen. Dann gucken wir gleich mal, wo wir hin müssen. James, where are you, man? I need to give you something. Exeter on V. What's up? Wait there. Calculating. Okay, bring das Geld zu Jim. Immerhin haben wir das Geld. Aber zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Balls. Aber uns geht's ja noch relativ gut.
Auch wenn wir zwischenzeitlich sehr schnell sehr viel AP verloren haben. Ja, ja, ist doch okay. Entspann dich, hier ist doch nichts. Voilà. So, Jim, wo ist denn der überhaupt schon wieder? Hier vorne gleich, okay. Hier brauchen wir keine Deckung mehr, hier ist niemand. So, okay, treffen wir uns hier in irgendeinem Hinterhof. Ganz toll. Hey, what do you got? Got all the money the diamonds can buy. You mean all Ray's money? Fuck Ray, man. Fuck all of them here. Yeah, fuck them. I guess we're rich then. Hold on to it, brother. You bet your balls on it. So, wie viel haben wir jetzt bekommen? Irgendwie 10.000 oder sowas, hä? Huh? Naja, gut. So, dann brauchen wir unbedingt einen Hotdog-Stand. Okay, Johnny, Nikki tells me you got away with the money. Bring it to me. Nico said that. Dude, that's weird. Shit was kicking off. I don't know what happened to the money. I just wanted to get out with my life. You better not be pulling nothing, Johnny. Or I'll stop pulling your fucking teeth, you hear me? I like you, Ray. Still keep your sense of humor in the face of an almighty fuck-up. See you around. Oh, ja. Oh, wenn wir jetzt schon hier sind, wir haben ja unten hier noch diesen, ja, unbekannten Typen, der letztes Mal nicht da war, als wir da waren. Da würde ich gleich sagen, wir fahren da einfach mal eben hin und schauen mal, ob er dieses Mal da ist. Und wenn er dieses Mal immer noch nicht da ist, ja mein Gott, dann lassen wir das mit ihm halt. So, gucken wir nochmal. Du kannst noch ein paar Bikes besorgen, wir müssen weiter Geld machen. Ruf mich an. Weil nicht so diese Fahrzeugklau-Geschichten. Weiß ich nicht, ob wir die jetzt hier unbedingt machen müssen. Wir haben ja allgemein hier noch die Rennen und ja, Gangkriege, die wir machen können, müssen, wie auch immer. Aber jetzt fahren wir erstmal hier runter. Erledigen das. Hoffen einfach mal, dass wir hier auf dem Weg nicht drauf gehen. Genau wegen sowas nämlich. So, Jim, wir treffen uns bei Ray. Mhm. So, oder treffen wir uns erstmal bei Ray jetzt nochmal. Allgemein müssen wir mal schauen mit Ray. Warte mal. Missionsfortschritt mit Ray haben wir jetzt 2/3. Okay. Na gut. Ja, aber vorher brauchen wir trotzdem erstmal einen Hotdog-Stand. Dann können wir von mir aus das mit Ray machen. Und genau diesen unbekannten Mann, den, Schwierige Entscheidung, weil ich weiß, das ist halt eine der letzten Missionen. Müssen wir mal gucken, aber wie gesagt, vorher muss ich auf jeden Fall erstmal irgendwas essen, um die HP wieder ein bisschen aufzufüllen. Weil so mit, ja, der Hälfte an HP können wir definitiv nicht in eine Mission gehen. Jetzt sind wir sowieso schon hier. Und der Zufallscharakter ist, mal gucken, vielleicht der da vorne auf der Treppe sitzt. Schauen wir einfach mal, hä? Jetzt sind wir eh schon da. Hallo? Nee, du nicht. Vielleicht du da hinten? Who are you? Dave. Dave Grossman. I'm a friend of Billy's. We met at the clubhouse. Friend of Billy's, huh? Well, good luck with that. Well, hey, I haven't seen him for a long time. But hey, hold on, man. I need a favor. What? What am I, the Midlife Crisis Association? Oh, look, I am desperate, man. Take my watch, take my Fleece, take anything, man. I'm fucking desperate. I'm dying here. Why is that? I'm being blackmailed by my secretary. She's saying I touched her. And I didn't do anything. She ruined my life. I didn't do anything. That's unlucky, man. Look, it'll break my daughter's heart. She's saying that I looked at her tits. Because I did that, I suppressed her. She is a fucking moron. But my wife is not a kind woman. She'll get one whiff of this. One whiff, and she'll rip my life to shreds. I'm a lawyer, and I'm getting ass raped by the law. Can you imagine what that feels like? Mercifully not. Look, all I need for you is to intimidate her lawyer. Just make him get her to back down. So you want me to go put the fear of the Lord in a lawyer? And you're gonna pay me for it? Shit, Dave, why didn't you say so in the first place? Solid, man.
Okay. Fahr zu Denver Avenue und such den Anwalt. Na klar, ich bin auf dem Weg. So, warte mal, den Wegpunkt hier, den nehmen wir direkt mal wieder raus. Jawohl. Ja, Anwälte vorknöpfen ist natürlich immer gut. So. Und dann gucken wir mal, ob wir unserem lieben Kameraden helfen können oder nicht. Ja, und Billy, schauen wir mal, ob wir Billy nochmal wiedersehen. Der sitzt am Knast. Mal wieder. Und ist nicht allzu gut auf uns zu sprechen. So, der Anwalt fährt weg, verfolge ihn und drohe ihm. Okay, das heißt, umbringen darf ich ihn also nicht. Na komm, hä? So, wie sollen wir ihm jetzt drohen? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ah, da vorne ist vor allem auch wieder die Polizei. Ja, komm. Abdrängen geht irgendwie auch nicht so richtig. Ja. Hier, guck mal, hä? Komm, komm, komm. Der hier mit seinem Fahrradverschnitt. Ja. Ja, komm schon. War zumindest einfach nur. Na komm, komm, komm. Aha. So. Yeah? Well, in my books, the only good lawyer is a dead one. Okay? Put the brakes on your case against Dave Grossman or you'll be one good fucking lawyer, dude. Okay. I know when I'm beat, okay? Chill out, will ya? Weiß das wirklich, wann er verloren hat? So, wo ist mein Motorrad? Da ist mein Motorrad. Sehr gut, guck mal, jetzt sind wir hier oben und dann würde ich sagen, wenn wir eh schon mal da sind, machen wir den Gangkrieg hier vorne nochmal eben kurz. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute auch erstmal wieder durch, da kommen wir dann nicht hoch, danke. Genau, und dann werden wir morgen uns um die Mission mit Ray kümmern. Das müsste dann, glaube ich, sogar die vorletzte sein. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, und gefühlt haben wir hier schon mal so einen Krieg angefangen. Oh, und wenn wir schon mal da sind. Genau. So, aus dem Weg. Hol ich mir eben Hotdog. Hä? Haben wir uns da gerade den Ketchup genommen? Offensichtlich. So. Jawohl. So, dann rauf auf Spike und dann starten wir den Gangkrieg. Jawohl. Lass uns diesen Poser finden. Genau, auf geht's. So, gegnerische Gang wird ja vermutlich gleich hier irgendwo in der Nähe sein. Ach Leute, was macht denn ihr da schon wieder? Eieiei. So geht das aber nicht. So, die sind da anscheinend ein bisschen verstreut, oder? Sieht zumindest so aus. Ja, sind sie auch. Das heißt, wir jagen die dann gleich wieder mal ein bisschen. Okay, auf geht's. So, komm. Zack, haben wir die schon mal. So, dann muss ich auch glatt nochmal eben absteigen.
mir hier da die ganze Kohle und Money und so weiter beim Einverleiben. So, guck mal, den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Ja, du gehst schon zu uns, oder? So, wen haben wir da hinten noch? Irgendwo da hinten haben wir noch einen. Fahren wir mal eben hin, hä? Auch wenn das jetzt hier, glaube ich, nicht unser Bike ist. Was machen die da? So. Ah, guck mal, da ist er ja. Jawohl. Nummer 5 von 25 haben wir jetzt. Uiuiui. Na, da fehlt noch einiges. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sind für heute erstmal wieder durch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Mission wieder. Ciao.